Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Astreiter ist es und ja, Folge Nummer 7 von Oxygen Not Included. Wir wollen mal schauen. Ja, letztes Mal habe ich noch so gedacht, hier die Leuchtkäfer, die müssten eigentlich eine Etage tiefer kommen. Ich denke, wir machen hier mal runter und gucken, dass die vielleicht da rumfliegen können. Da ist ja auch noch ein Leuchtkäfer-Nymphenei da, Leuchtnymphenei. Dass der da auch noch runterkäme, wäre natürlich ideal. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, aber naja, man kann es ja mal probieren. Man könnte natürlich das hier auch aufräumen oder sowas, ne? Weiß ich auch nicht. Ne, geht jetzt nicht. Okay, wir sind ja auch in der Pause. Ja, letztes Mal haben wir hier schon ein Stück Land weggenommen. Hier unten, das mit dem Wasser ist mir aufgefallen. Das war jetzt auch nicht das Schönste. Warte mal, die Leiter wollte ich nicht anklicken. Ich wollte eigentlich nach unten, aber WASD ist es und nicht die Falltasten. Hier unten ist das mit dem Wasser. Jo, da müssen wir mal gucken. Die haben da immer nasse Füße, ne? Und ja, sonst geht's hier runter. Da wollten wir ja auch noch was machen. Lassen wir das Ganze erstmal laufen und das Ganze nach dem Intro. Bis gleich. So, da sind wir jetzt. Dann schauen wir mal, dass wir es auch laufen lassen. Strom läuft da oben. Batterie ist voll. So, die sind hier schon am Arbeiten. Da haben wir ja auch schon hier so ein Teil eingepflanzt. Hier so ein, sag schon... Ah, wie heißt sie? Der Dornenblüte. Und ja, die sollen da noch weitermachen, ne? Da müssen wir gucken, dass wir das hinkriegen. Die haben da keinen Sauerstoff, das ist schlecht. Haben wir denn schon Ziegel, die luftdurchlässig sind? Nein, haben wir noch nicht. Das ist dann auch eine Forschungssache, aber die läuft ja auch noch, die Forschung. Gut, dann würde ich sagen, ah, guck mal, jetzt ist hier gerade ein bisschen Licht dran gekommen. Entwurzeln wir das mal da. Dann müssen wir gucken, dass wir es hier hinkriegen. Aber ich würde jetzt mal gerade erstmal hier Ziegel bauen, damit das zu ist. Damit der nicht da noch weiter wegfliegt. Der soll hier runter, ne? So, entwurzeln wird. Das wird irgendwann auch gebaut. Hier ist das Becken mit dem für schmutzige Wasser. Da müssen wir auch gucken, dass wir das gemanagt kriegen. Hier kann nicht... Ach so, weil da... Können sie nicht runterklettern. Ach, das ist unser Problem. Das bedeutet, wir machen mal die Prio für den Stein da oben hoch. Obwohl, da kommen wir noch von oben nachher dran. Ne? Dann graben wir erstmal hier. Dann geht das vielleicht auch weiter. So, da mal Sauerstoff. Bett wird auch gebaut, wenn es mal irgendwann Zeit hat. Hier ist die Einstellung übertragen. Dann kriegen wir da auch noch einen hin. Forschung ist abgeschlossen. Dann gucken wir uns die mal gerade an. Kohlegenerator und Holzgenerator. Okay. Ach so, das war, was wir hier unten hinbauen wollen, ne? Zeigen wir Temperatur. Ne, Temperatur war da. Ja, ja, da wollten wir den Kohlegenerator vielleicht hinschmauen. Oder da, ne? Das bedeutet, hier mal vielleicht erstmal graben. Und... Hier, nee, das mit hoher Priorität, wenn gegraben wird, dass das da sofort zugemacht wird wegen dem Chlorgas, ne? So, Herr Mordrak hatte noch geschrieben, ne, das war ein Versehen mit der Zeit, mit der Pumpe, dass er in Folge 3 das gesehen hat und ich es in 4 korrigiert habe. Das habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Naja, aber passt ja erstmal, ne? Das läuft. Ja, und Ada wollte er gerne auch nehmen, wäre dann auch die Top-Duplikantin für ihn gewesen, aber leider ja, ist das halt so nicht gewesen. So, jetzt gucken wir mal nochmal hier rein. Achso, das war der Kohlegenerator und Holzgenerator. Holz haben wir nicht, weil kein Baum da ist. Ja, müssen wir mal gucken, ne, wie es weitergeht, oder? Strom haben wir erstmal. Forschung ist keiner dran. Da sollen wir vielleicht mal drüber denken. Mal erstmal ein bisschen kleiner hier. Medizin, Flüssigkeit haben wir auch noch nicht. Gase haben wir auch noch nicht. Vielleicht wären Gase ja als nächstes mal ganz sinnvoll, oder? Gut. Rennen geht jetzt forschen, oder wie? Ne, das ist doch der Koch, oder? Ah, jetzt wurde hier gebaut. Jetzt geht es hier auch voran weiter, wenn... Ja, wir können ja hier definitiv schon mal die Reihe auch noch machen, ne? Wie ist denn das mit der Prio jetzt? Auf 5, okay. Ja, müssen wir mal gucken. Okay,
Okay, jetzt wird hier unten tatsächlich weitergegraben, ne? Ist die Prio denn da unten so hoch? Nein. Okay. Lass erstmal machen. So, aber Essen, wie viel ist Essen? 11.000, eigentlich nicht schlecht, ne? Einstellung übertragen. Kommt dahin, kommt dahin. Aber wir haben wahrscheinlich keine dafür. Aber falls wir welche haben, dann kommen die da auch hin, ne? Haben wir da schon was drin? Ja, da ist wohl was drin. Okay. Dann machen wir hier noch was weg. Habe ich denn die Prio da hochgesetzt? Nee, machen wir vielleicht mal gerade, dass das erstmal zu wird hier. Damit die Leuchtkäfer hier unten rumkommen, ne? Gut, okay. Strom läuft erstmal da. Aber der Kohlegenerator soll da unten hin, ne? Hm. Hier sind zwei Leute, drei sogar drin. Ja, müssen Solarpanel hin, ne? Ja, ich würde mal gerade eine Markierung machen. Wo hier. Achso, haben wir ja auf der anderen Seite, aber egal, können wir da trotzdem machen, ne? Und dann da. Ja. Ja, Schächte 3 breit hat der Modrak noch geschrieben, damit das CO2 und so besser runterschleichen kann oder sowas. Ist erst die Erstbaustation. Da müssen wir noch ein bisschen was irgendwann richtig machen, ne? Ist da einer mit der Arbeit beauftragt? Ja, sieht so aus, oder? Nee, noch nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Jetzt wird erstmal geschlafen. Und wir haben ja einen Nachtschichtler. Was macht Linze? Die muss auch schlafen, ne? Ja. Stinky ist derjenige, der, ne, glaube, genau, der Nachtschicht macht. Hier ist ein Kohlelieferant, ne, und da ist auch Kohle, ne, ja. Und ich stelle mal hier schon mal, da oder... Wir machen erstmal den Dingens, den Stromgenerator dahin. Den stellen wir mal dahin, genau. Und dann wäre eine Batterie da sinnig. Ja, dann wird schon mit dem Batterie schon schwierig werden. Aber da soll ja eine intelligente nachher hin. Die müssen wir dann aber auch noch erforschen. Aber ach, das bringt alle nichts, weil erstmal hier oben gemacht werden muss. Brech das mal hier ab, das ist alles verkehrt. Das muss erst passieren. So, Forschung ist noch zu Gange. Wer macht jetzt hier was? Da wird Wasser, ne, da wird Baustoff geholt, Erde. Wer macht denn hier was? Keiner? Und der wird immer gereinigt, gereinigt, gereinigt. Hm. Macht das keiner sauber? Kann man hier eine Flasche entleeren? Das ist die nächste Frage, ne? Da ist gerade einer eingebuddelt. Okay, da ist schon fertig gemacht. Das ist schon mal gut. Dann graben wir hier doch mal weiter. Da wurde Wasser geliefert zum Trinken. Ah, die Toilette wird jetzt sauber gemacht. Haben wir da das Richtige ausgewählt? Nee, haben wir gar nicht. Verschmutztes Wasser soll da rein. Deswegen läuft das nicht. Ja, sollte man tun, ne? Damit das klappt. So, hier oben ist alles weg. Na, da ist noch was. Nimm mal jetzt auch mal Prioseben für. Da auch noch was? Wahrscheinlich. Das ist auch noch so ein Bereich, wo wir ständig und immer hingehen, oder? Und hier kann es ruhig auch aufgeräumt sein. Okay, dann ist ja auch erstmal genug. Ist mir da Kohle hingefallen? War doch jetzt gerade keiner, oder? Ja, wenn, dann egal. So, jetzt wird erst aufgeräumt.
Da dauert es nicht lange, dann können wir wieder jemanden anschauen. Aber wahrscheinlich ein Hilfspaket lieber nehmen. 5 Leute ist dann auch schon Maximum erstmal. Dafür müssen wir hier bessere Sauerstoffversorgung haben und vor allem auch Essen, ne? Gut. Jetzt wird das Leuchtnymphenei aufgenommen und wird weggepackt. Geht das so oben da rein? Tatsächlich. Es wird da eingelagert. Was ist denn hier drin? Hatchling-Eier. Und ein Leuchtnymphenei. Okay. Aber das ist ja gut, dass die Hatchling-Eier da reinkommen, ne? Jedenfalls wird jetzt aufgeräumt. Ah, hier ist schon mal was gebaut worden. Das ist auch gut. Dann würde ich mal sagen, graben wir da und das auch weg. Und dann wollen wir hoffen, dass der Käfer da mal rumfliegt. Dann machen wir das aber auf Stufe 1 hier so hin. Alle anderen Prioritäten sind dann höher. Will ich hoffen. So, jetzt kommt Ellie da nicht mehr dran, jetzt muss sie nämlich unten rum. So ist das. Wir haben keinen Strom, das ist schlecht, dann kann auch nicht geforscht werden, ne? Aber Ellie kommt von hier dran. Boah, wenn der da jetzt, ne, runterfliegt, ne? Dann müssen wir da jetzt einen neuen machen. Tut er aber nicht, schade. Kann man die denn einfangen? Ne, kann man nicht, weil, kann man nur angreifen. Das ist doof. Ne? Okay, da hat einer irgendwie ein Level up oder was? Forschung haben wir ja noch, ne? Wie viel ist es? Ja, 12 von 15. Ja, dauert nicht mehr lange, dann geht's hoch. Mit die Stufe. Wir sind also ordentlich am Aufräumen. Der ist voll und der ist fast voll. Okay, da ist schon fast alles drin. Das bedeutet, wir müssen mal hier auch die Prio höher setzen. Ich sag mal 4, ne? Leuchtkäfer hat sich noch nicht bewegt. Wäre schon cool, wenn der sich bewegen würde. Wie sieht's denn mit Sauerstoff aus? Okay, da geht's und da unten ist schlecht. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Wo sind denn die Forschungsgeschichten mit dem durchlässigen Stein? Hier sind sie, okay. Kommt der dann. Ja, wir müssten das hier breiter machen, dann, wenn der Mordrak da das mit Dreien macht, ne? Dann fällt der CO2 runter und so. Gut, schauen wir mal. Hier unten sind sie jetzt am Aufräumen, naja. Hapert es irgendwo dran? Ich weiß nicht, dass hier nicht gebaut wird. Kupfererz, es fehlt wahrscheinlich Kupfer. Dann machen wir das doch mal so, oder? Da wird aufgeräumt jetzt. Ja, aufräumen ist ja auch nicht verkehrt. Dann ist die Umgebung schöner hier, ne? Wo ist der Blumenpott da? Ja. Sieht schon nicht schlecht aus. Okay, der Leuchtkäfer macht da richtig was, ne? Ja, das ist jetzt, weil hier noch die Wand so ist, ne? Dann könnte das vielleicht auch schöner werden, wenn das dann da nicht so ist, ne? Oder? So, jetzt haben wir da Erz für den zu bauen, ne? Prio 3 sogar, okay. Aber Ellie macht natürlich erstmal hier Bergbau, ne? Ist klar, auch wenn es Stufe 1 ist. Na, 7 reicht. Machen wir nur 7.
dass es da wieder hübsch ist, ne? Ist denn jetzt hübscher dadurch geworden? Ja, ist nicht ganz so schlimm, ne? Okay, da habe ich drauf gewartet so ein bisschen, um da reinzugucken, was wir schöne Sachen kriegen. Das ist doch mal was. 4 Tonnen Nährstoffregel, ne? Ja, Gummi. Kochkunst erhöht, Nahrung, Moralbonus gesenkt. Schläft regelmäßig ein, Luftverbrauch erhöht, Athletik gesenkt, Graben erhöht. Aber die brauche ich schon mal nicht. Also hier die Lyra Nisbet. Ja, Luftverbrauch erhöht ist, die wird ja ewig Sauerstoff brauchen, das ist auch doof. Schläft regelmäßig ein, kann ich jetzt nicht gebrauchen und wir würden jetzt doch dann die 4000 Kilokalorien nehmen, ne? Nochmal 13.000 ist ja auch nicht verkehrt, was zu essen zu haben. Oh, flieg doch runter. Beweg dich nach unten, ja. Hohe Priorität, vielleicht sollte ich das ins Alarm wandeln. Jetzt fliegt er gleich wieder hoch, bevor da einer da ist. Siehst du, war klar. Ah. Ja, doch, komm, Ellie, mach. Oder wer es ist? Nee, Stinky ist es. Stinky, mach schnell fertig. Oh, nicht wieder hochfliegen. Nicht jetzt essen, Leute. Oh, ihr müsst bauen. Jetzt. Warum krabbelt er jetzt dahin? Weil er da oben noch was reinbauen muss. Okay. Und jetzt war es das. Prio schnell ändern. Ja, super, hat geklappt, ne? Schneller fertig als gedacht. Und kannst du wieder zerlegen, ja. Machen wir auch. Ja, esst ihr mal schön, anstatt diesen Käfer da unten zu fangen, ey. Prio? Ne, Prio war da. 5. Machen wir Prio 9 daraus jetzt. Schnell wieder abreißen. Okay, der wird schon voll. Mach da mal 5 raus. Ja, sieht langsam schicker aus. Jetzt ist Nacht angesagt. Okay, der wird schon abgerissen. Das ist gut. Ah, hat er sich selbst den Boden unter den Füßen weggemacht. So. Ziel, komm mit Stufe 1 erstmal dahin. Wir können erstmal 9 machen. Aber das funktioniert jetzt nicht mehr. Wir machen da mal die 9 raus, bis Sand reingefüllt ist, ne? Und dann machen wir die Prio auf 1. Das müssen wir hinkriegen. Stinky holt Sandstein. Ne, hat er geliefert. Okay. Aber er hat noch was unterm Arm. Ich denke mal, er bringt das jetzt hier hin, will ich hoffen. Ich weiß jetzt nicht, ob der... Doch, er hat ja noch was dabei, dann ist das auch passend. Okay. Dann hat er sich jetzt was zu essen geholt. Unzureichende Sauerstoffproduktion, kein Strom mehr da. Jetzt geht der Nächste das machen. Ja, das hat gut geklappt, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ist mir sogar ganz recht, dass das nur den hinteren Stein noch gesetzt hat. So, jetzt muss nur er da durchfliegen. Aber ich glaube, in dieser Folge wird das nichts mehr. Ah, fast. Kann ich den auch auf Alarm setzen? Nee, ne? Ja, das machen wir dann, wenn er da durch ist. Es wäre nur schön, wenn er gerade da durchfliegt, ne? Der wird gegessen. Komm, Leuchtkäfer, einmal da durch, bitte. Schaffst du doch, oder? Wie alt ist denn der? 17 von 25 ist auch nicht jetzt der Älteste, ne?
Ja, komm, näher. Fliegt da jetzt durch? Nein. Ja, ist schon ein bisschen komisch, dass das nicht so klappt, ne? Wie man sich das vorstellt. Ja, ich sag mal, wir machen hier erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.